Hallo Peppa. Ich möchte meinen Besuch auf der IFA mit einem Kaffee beginnen. Sie hatten ein Problem noch mit Frauenstimmen. Das ist immer ein bisschen. Okay, nochmal. Cappuccino. Cappuccino. Ja. Normalerweise würde ich jetzt Geld von dir bekommen. Aber ich sehe, wenn du mich anlächelst, spendierst du mir ein Lächeln, spendiere ich dir deinen Cappuccino. Also. Thank you. Wake up. Make it brighter. Hi to me. You have to say hi to me. Hi to me. Und so kann ich jetzt quasi mit meinem Lieblingsthema oder meiner Lieblingsumgebung dann meinen Tag beginnen, ja? Genau, so startet der Tag denn in einem konsequent digitalisierten Badezimmer. Sie hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Zähne putze, kann ich beim Zähneputzen schon mit dem intelligenten Spiegel sehen, was ich umfahren muss, wo jetzt möglicherweise in Berlin gerade Baustellen sind oder Stau ist. Hat schon was, groß und scharf, muss man sagen. Ich glaube, mir würde schon einer von denen reichen. Was gibt's denn da? Ja, den Enhancer auch mal ausprobieren. Den Enhancer. Und das soll die Alterung meiner Haut stoppen oder mich? Ah ja. Ob es was gebracht hat, urteilen Sie selbst. Klären für das Video für die Berliner Zeitung. Soll jemand anders machen? Die halten jetzt so eine Art Dialog, das heißt, mein Fleisch da drin gibt jetzt meinem Gerät ab, wie viel Energie aufgenommen wurde. Das sehe ich hier oben mit den Gourmet-Units, 120 sind schon gelaufen. Und jetzt ist es so, dass das Fleisch, was da drin ist, im Bienenwachsmantel, das wird jetzt von innen gegart über Wellen und Frequenzen. Ich würde das Wort Wellen, ja klar, sind Wellen, aber für mich sind das Frequenzen, wie bei einem Handy auch. Ich bin schlecht drauf, um es mal so zu sagen. Da bin ich beruhigt, Bernd. Tschüss. Ja. Wir haben ja jetzt noch eine kleine Stippvisite hier gemacht, aber wer Lust hat, technische Gadgets auszuprobieren, rumzustöbern und keine Angst vor Menschenmassen hat, der hat bis Mittwoch Zeit, hier auf die IFA zu kommen und sich mal ein bisschen umzugucken.